Break this and you'll be all done. Ist klar, Mann. Oh, Zombie. Dum, 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 dum. Pass mal auf. Raten, was ich vorhabe. Oh shit, oh shit. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Okay, der erste ist down. Warte, warte, warte. So, und jetzt. Perfect. What the fuck? Jetzt killt ihr die anderen. Ja. Jetzt killt ihr die anderen Zombies. Oh mein Gott, Jack in the Box. Was zur Hölle? Der öffnet alle Vasen in der Umgebung. Voll imba mies. Oh, ein Hypno. Sehr schön. Das war dumm. And I win. Oh oh. Siehst du den da? Nehmen wir an. Was zur Hölle ist das für ein mutiertes Vieh? Split Pea. Hinter sich schießen. Ja, das ist extrem wichtig, das Vieh. Das sieht voll demutiert aus, ey. Dinger Zombie. Der buddelt sich hinter die Linie und greift und mampft die von hinten her auf. Oha. Richtig mies. So, du. Du. Du auf jeden Fall. Du, du. Du? Du auf jeden Fall auch. Und wen könnte man noch mitnehmen? Für wen wärst du? Im Blower, genau. Stimmt. Ne, Blower brauchen wir gar nicht. Gibt's keinen Nebel? Doch, Nebel schon, aber keine Ballonzombies. Und mit Nebel komme ich eigentlich klar. Und ich... ich überlege gerade was Gewagtes. Probieren wir es einfach mal mit dem Hypnoschwung. Ach shit. Leute. No, 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 no. Sehe ich gar nicht ein. Main Menu ist mir jetzt egal. Ne, ich will die Hake haben. Fick dich. So. Ich weiß nicht, diese Hake ist, ey. Continue. Ne, warte. Ne. Restart. Ich will meine Hake haben. Hallo? Cheaterei hier. Ich hab die Hake nicht. Fail? Voll. Hast du nicht einfach auf Shop gehen können? Hätte ich. Das wäre zu lang gedauert. Mann! Was? Scheißspiel! Fick dich! Hey. Ich muss die ganzen Reihen jetzt erstmal nach vorne verlegen, weil sonst geht das ziemlich scheiße aus. For me. Und wir nehmen bald die Silberliga auf, ne? Das könnte lustig werden, was meinst du? Das könnte auf jeden Fall lustig werden. Zombies. Die sind einfach so gestört, diese Viecher. Er ist so fucking crazy. Ich hab doch recht, oder? Klar. Schön. Was ist eigentlich bisher so dein Lieblingsspiel? Bisher mein Lieblingsspiel. Also so ein machen wir mal Genre abhängig. Sagen wir mal erstmal RPG. Okay, und Jump'n'Run? Würde ich sagen, Crash Bandicoot 3. Mhm. Und im Bereich Shooter? Shooter. Also egal ob Action-Shooter, RPG-Shooter und so ein Scheiß. Muss ich sagen, ist ja noch Borderlands. Borderlands ist echt geil. Hat mich wirklich beeindruckt. Und das, obwohl Endspiele nicht mag, wo Hedgehog kein Instant-Kill ist. Ja. Und wir haben ein neues Spiel, natürlich Wastebreaker. War ja klar, oder? Aber mein absolutes Lieblingsspiel bleibt immer noch Was? Monster Hunter. Ja. Warte mal kurz, Leute. Ich muss mal kurz was im Sound drehen und wenden. Ich sehe nicht, was das laut ist.
So. Wunderbar. Ach, Monstern, das ist einfach viel zu episch. Ja. Oh shit, oh shit, oh shit. Der Krebs sieht da durch. Scheiße, scheiße, scheiße. Shit, 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 shit. Der ist kurz gestunt und dann... Friss ihn, friss ihn. Das ist ein Problem. Ja! Ich habe ihn erwischt. Genau deswegen habe ich die Hypnoshrooms mitgenommen. Die Split-Pee behalte ich... einfach zurück, oder was? Der rennt jetzt einfach nach vorne und frisst seine Kollegen auf. Der hält eh eigentlich... Ja. Der hält eh eigentlich nichts aus. Das ist total schwächlich. Weißt du, was ist? Aber das Problem ist halt... Ohne Split-Pee oder eine bestimmte andere Frucht oder einen Instant-Kill in dem Bereich bist du halt am Arsch. Hm? Was ist der Nachteil? What the fuck? Was denn? Was ist los? Fick dich. Diese scheiß Pilze mich da aufregen, ey. Leute, unser Gast hat es gerade weggefetzt. Machen wir eine kurze Pause. Basteln die meinen, es ist lustig, wenn die irgendwann um irgendwelche Ruhezeiten da draußen rumgraben, als würde meinen, die Welt stürzt ein. So. Weiter geht's, Leute. Ach, ich, du siehst ja was, oder? Ja. Ach, scheiße. Ja, okay, schön. Da freuen wir uns doch alle, wenn unser kleiner Gast was sieht. So, genug für einen Hypnoshroom haben wir auch noch. Das ist sehr schön. Au, 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 au. Schnell. Wunderbar. Hätten wir das auch schon mal geregelt. Was denn? Kommt denn noch einmal her? Nein! Nimm mal den hier hin. Der mit einem Arm ist. Oder mit gar keinem Arm, weil man die Flagge mit der anderen hält. Weil die Flagge viel epischer ist als irgendwas anderes. Los, Feuer! Was, 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 was? Was soll das denn? Hallo? Also ich merke schon, die Zombies, die werden immer dreister. Oh nein, nicht das Teil. Ein Stern? Sternfrucht? Ja, die schießt zwar in 5 Richtungen, aber dumm einfach. Ich mag die nicht. Warum ist die dumm? Ich mag die einfach nicht. Okay, wir haben wieder den und den Jack-in-the-Box-Zombie. Ich mag's einfach nicht. Warum? Ist halt einfach so, meine Fresse, Alter. Ich mag sie aber. Ist mir doch egal. Ne. Jetzt hab ich auf meine Abonnenten höre oder sowas. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken, ganz ehrlich. Leute, wenn ihr ihn leiden sehen wollt, abonniert ihn. Wie abonniert mich hier, dreckigen Kinder? Ist ja so. Für 41, ich hab, ey, muss mal vorstellen, ich hab 41 Abos und auf ein neues Video ist ein Tag oben, ist, habe ich 3 Views, von denen ich 2 weiß, von wem die sind. Fail? Dann nach 2 oder 3 Tagen ist es dann soweit. Wow, ich hab 10 Views zusammen. Das ist so deprimierend teilweise. Wen nehmen wir denn noch mit? Herrlich. Ihr seht schon, dass er mich leiden sehen will, oder? Er ist ein ziemlicher Bastard. Ja, ja? Du. Wen nehmen wir noch mit? Den sollen wir denn noch mitnehmen, Andrew, außer die Starfrucht? Weiß nicht. Wow. Eisdinger. Okay, Snoopy. Super. Und die Hake endlich. Wunderbar. Boah, dieser Nebel. Er geht ja immer weiter. Ja, deswegen wird es auch immer schwieriger. Und bei 4.10 wird das richtig hart.
Soll ich schon mal spoilern, was in 14 abgeht, oder? Was? Soll ich schon mal ein bisschen spoilern, was so in 14 abgeht? Nee. Schade. Spoiler sind böse. Ja, aber solchen Sachen spoiler ich gern. Spoiler. Hex. Ein bisschen dreckiger Spoiler. Hex-Spoiler? Wenn überhaupt. Feuer, meine kleinen Pilze! Also die würde ich mir auf jeden Fall nicht in irgendeinem Essen verwenden, zum Beispiel auch nur Pizza. Sonst reden die noch mit einem. Stell dir mal vor, die Pilze auf deiner Pizza essen mit dir. Essen mit dir, reden mit dir. What the fuck? Fängt gerade auf, ich habe ziemlich viel Scheiße gebaut. Ich muss eigentlich die ganze Reihe wieder abreißen. Scheiße. Warum das denn? Wegen dem Digger-Zombie. Rät sich halt den dementsprechenden Shroom weg und dann rät sich das schon. Wie findest du Musik? Toll. Gut. Freut mich. Ah, ihr müsst wissen, ihr hört extrem viel von dem Spiel. Hm. Ja, ziemlich gar nichts. Ja, also nur das Beste vom Besten natürlich bei mir. Wir könnten es auch über TeamViewer machen, dann würdest du was hören. Nee. Nett? Are you sure? My little friend. Was denn? Andrew belöffelt sich über Minecraft wahrscheinlich gerade. Nee. Der liebe Stuhlstyler 19 hat ein Video gepostet. Oh oh. Sind 300 Abo Special, oder? Ja? Sind 300 Abo Special? Nein. Oh gut. Ich meine in unserem Knusper-Knusper-Chat. Oh oh. Ich hab Angst. Das wissen der Knusper-Knusper-Chat ist sowas wie... Das ist Madness in Chatform. Jo. Das ist richtig crazy. Es ist wirklich sehr krank. Und unnormal und angsteinflößend. Wenn wir dann so bestimmte Geschichten hören, wie Andrew welche schreibt. Ne? Lass den Knusper-Knusper-Chat aus dem Spiel, der hat nichts damit zu tun. Doch. Nein. Der ist ja Ausgeburt vom Stuhl. Nein. Stimmt nicht. War es nicht im Knusper-Knusper-Chat? Ah, doch, stimmt. Doch, ja, es war ein Knusper-Knusper-Chat. Doch, ey. Tatsächlich. Ja. Ja, vorher hatten wir noch einen anderen da drin, aber der hat es nicht mehr ausgehalten. The Mario, oder? Ja. Ich verstehe Mario voll und ganz, ganz ehrlich. Wenn er gewesen wäre, wäre ich auch rausgegangen. Naja. Irgendwann haben wir so einen eigenen Livestream, dass die uns chatten sehen, die Leute. Gott. Das wäre doch mal krank. Das wäre zu krank. Das wäre geil. Irgendwo. So eine echt kranke Art und Weise. Einfach nur normal. Ja, du kannst es ja gerne machen. Ja, kein Problem. Ein 24-Stunden-Stream. Ja. Also ich bin nicht derjenige, der den PC 24 Stunden anlässt. Das kannst du machen. Nein. Ich muss in die Schule. Ja, und? Mann, Fail! Scheiß einmal Zombie gestorben, du Bastard. Was denn am Eimer-Zombie? Fick dich! Das musste jetzt sein. Das tut jetzt mir nicht. Sehr, das war dumm, das war extrem dumm. Oh scheiße, da ist der Dingens-Zombie. Oh, der hat den Pilz gefressen. Glück gehabt. Ach ja. Oh Gott, Leute. Ich hab schon Herzrasen. Das ist ja unglaublich hier. Du darfst nicht im Nisha zocken, ey. In einem Nisha gehe ich drauf. Zu. Da sterbe ich, das schwöre ich dir. Herzversagen, ey. Zum Ernsthaft, da sterbe ich dann wirklich. Ich habe Angst davor.
Ich will nicht sterben. Ich hab noch ein Leben vor mir. So ein bisschen. Ganz ehrlich? Sicher? Ich glaube irgendwie mal, also... Es gibt immer mehr so Leute, die sagen mir das, aber... Also richtig glauben tust du das nicht? Nee, also... Oder was? Ich bin da skeptisch. Tja. Wärst du das nicht? Wäre ich. In meiner Position? Hallo, Jack in the Box ist eigentlich sowas Berühmtes und da wird es so in den Dreck gezogen von diesen scheiß Zombies. Was hat der eigentlich für eine Kindheit, ganz ehrlich? Oder wurde der von seinen, keine Ahnung, wurde der von Ratten gefressen oder sowas? Von Ratten gefressen? Ja, was weiß ich, was der erlebt hat. Warum sollte der von Ratten gefressen werden? Keine Ahnung, ist ein Zombie? Ja und? Ratten fressen aber keine Zombies. Warum nicht? Weil sie scheiße schmecken. Fleisch für umsonst. Naja. Oder wie's... Verrottetes Fleisch. Ja und? Ja wie ja und? Ja und halt. Ist auch ekelhaft. Warum? Ratten sind auch nur Lebewesen. Lebewesen. Genau wie Tauben die Ratten der Lüfte sind, oder was? Was? Ja, ist so. Hä? Tauben sind die Ratten der Lüfte. Warum das denn? Ist einfach so. Die scheißen nur überall hin, machen alle... Und übertragen Krankheiten wie sonst noch was. Als ob. Hä? Als ob. Ist so. Vogelgrippe oder was? Nein, wirklich, die übertragen Krankheiten und zwar richtig viele. Ja, und die machen das ja nicht, weil es denen Spaß macht. Nein, nein, das sind die Ratten der Lüfte. Naja. Ach, bumm. Der Pumpkin. Siehst du diesen lächelnden Pumpkin? Mhm. Protect plants that are within its shell. Geil, oder? Willst du das brauchen? Das ist eher so eine Extraverteidigung. Das macht man nur, wenn man wirklich nichts zum Mitnehmen hat. Oh nein. Pogo-Zombie. Was passiert, wenn du eine Tall Nut in deinen Kürbis reinstellst? Dann hat die einen doppelten Schutz. So richtig overpowered halt. Krass. Du kommst mit, nimm die Tall Nut. Eis. Der, was kann ich noch mitnehmen? Was wärst denn du? Uiuiui, das war knapp. Mr. Kyler. Was bitte? Für eine Pflanze wären sie, die wir noch mitnehmen? Torchwurst. Warum? Einfach so. Nein, dann bringen meine Eisdinger nichts mehr. Dann Hypno. Shroom. Okay. Die Hake, die ist cool. Ich will einfach darauf hören, was ich ihm sage. Ey, du hast mich hypnotisiert. Ha! Was ein Witz. Steht ihr? Hypno-Show? Hypnotisiert? Oh mein Gott. Sorry. Ich bin nicht wahnsinnig. Natürlich bist du nicht wahnsinnig. Würde ich jetzt sagen, ich bin ganz normal, so wie alle anderen auch. Dann wäre ich wahnsinnig. Ich würde ja nie so reden. Also, nein, niemals. Das sind fiese Unterstellungen. Ja. Die alle nicht wahr sind. Natürlich sind sie nicht wahr. Alles der Stucken der Logen. Sicherlich. Ist auch so. Es spricht nichts der Wahrheit. Vor allem die Gerüchte, dass ich Menschen folter. Stimmt nicht. Aber guck nicht in seinen Keller. Da gibt's für euch nichts zu sehen. Nein, besser nicht. Das könnte euch für euer restliches Leben verschrecken, wie lange ihr da halt noch lebt. Ja.
Benjamin Keller sind nur seine, seine Hotline Zentrale. Hotline Zentrale. Ja, man, man hat so eine eigene riesige Firma. Da ist dann seine Stimme aufgenommen, die wird dann so abgespielt. Nein, eigentlich habe ich in meinem Keller meine private Wodka-Brauerei. Was? Eine private Wodka-Brauerei. Ich habe gerade Waschbär-Brauerei verstanden. Waschbär-Brauerei. Ja, ist klar. Ja, das weiß ich, was du da machst. Du brauchst Bier und dafür ziehst du so arme Waschbären ab. Mein Gott, der Pogo-Zombie. No, 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 no. Not he. Kann er über alle drüber springen? Über alles. Außer über die Tollnut. Scheiße. Tollnut bauen müssen. Shit. Da musste er seinen ersten Rasenmäher opfern. Oh oh, das gefällt mir nicht. Das ist ein schlechter Start für das vorvorletzte Level. Das vorvorletzte Level. Von dieser Welt. Und dann habe ich diesen scheiß Nebel endlich hinter mir, weil der mich so abfuckt. Der ist schlimmer als, keine Ahnung, Tetris mit Augenbinde. Und die, die meinen Channel kennen, die wissen, wie, sehr, wie ich zu Tetris stehe. Der einfach davon ausgeht, dass ihn alle leiden sehen wollen. Mann! Mein ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, dass Leute, dass ich weiß, dass Leute mich leiden sehen wollen. Ach ja. Ich weiß ja, dass es so ist. Ich meine, es ist YouTube. Ein Mensch. Hey, es ist YouTube, was erwartest du denn eigentlich? Was erwarte ich? YouTube ist ungefähr so schlau wie mein, wie der Inhalt meines Klos. Merkt ihr nicht, wie ihr euch die ganze Zeit disst, Leute? Wo ist dieser scheiß Pogo-Zombie, dem Pony jetzt so weg? Dieses scheiß Dreckskind, das nichts kann. Also wie gesagt, wenn ihr wollt, dass er leidet, dann abonniert ihn. Bei 100 Abonnenten muss er nämlich im Ninja spielen. Ich will dieses Spiel nicht spielen. Er wird sterben. Ich werde sowas von abkacken, das kann ich euch jetzt schon sagen, Leute. Ich werde so elendig abkacken. Ich werde sterben. Deswegen müsst ihr ihn abonnieren. Aus Rache oder was? Selbstverständlich. Mach Boom. Ja! Der geilste Schwum ever. Hm? Der da wäre? Der Magnet-Schwum. Was zur Hölle? Removes Helms and other Magical Objects. Der zieht Helme, die Helme von den Chucks, Leitern, für später halt, die Pogo-Sticks und die Spitzhacken der Digger-Zombies. Oha. Der ist richtig imber. Okay. New Emmy. Warte, das mach mal auf. Der hier. The balloon zombie really lucked out. The balloon thing really works and none of it the other zombies have picked up on it. Sproing, sproing, sproing. That's the son of a powerful and active, effective zombie doing what he does best. Der sieht aus wie so ein Student in Hippie-Jahren. Ohne Scheiß. Und er? Digger Zombie spends 3 days a week getting his exhalation permits in order. Fail. So, du. Du. Blover. Du. Was könnte man noch mitnehmen? Was könnte denn noch von Nutzen sein? Andrew, für was bist du? Sternfrucht. Nein. Warum nicht? Wie scheiße ist. Okay, dann. Nimm die Kürbis. Nein. Dann nimm den, nein, den anderen Kürbis. Ach, den. Den One-Hit-Kürbis. Ja, okay. Oh, Herr Graf, pass auf. Ja? Ich sollte vielleicht die Lilypad mitnehmen.
So ein ganz dämlicher Gedanke von mir, so. Let's rock. Aber vorher muss ich noch kurz eine kurze Aufnahmepause machen. Bis dann, Leute. Haut rein.